Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesen Marsch. Wir fahren jetzt los und verkaufen die Nageballen. Aktuell wird noch Stroh gesammelt auf Feld 1. Das kommt ins Lager rein, passt dafür rein. Das war ja so ein großes Lager. Und sobald wir dann Zeit haben, werden wir dann das beste Stroh zum besten Preis verkaufen. Mit dem LKW. Ansonsten ist unser Dinkel noch nicht reif. Der Mischgetreide ist noch nicht reif, noch nicht gewachsen. Hier die Heere ist auch noch nicht da. Das heißt, wir haben da irgendwie in der Luft. Wir wollten aber die beiden Wiesen pflügen. Die wollten gepflügt werden. Gut, die soll ihren Willen bekommen. Vielleicht werden wir auch noch kalken müssen. Auf jeden Fall 13 habe ich kalken vergessen. Das knallen wir jetzt komplett rein. So, das heißt. Vorne war's. Das machen wir hinten. Hauptsache, das bleibt mal so halten. Nicht, dass hier nur die teilweise gerechnet wird. Gut, also das dann müsste man einen Tag mal testen. Das heißt, genau die 70.000 reinbringen. Oder 80.000, ein bisschen mehr, und dann sehen, ob für alles das Geld kommt, das weiß man nicht genau. Beziehungsweise, es muss ja richtig einen guten Schein geben. Ne? So, jetzt haben wir dann die einigen Ballen wohl noch, letzten Ballen. Bei Tracking noch ein bisschen spinnen. Kann sein, mit der Brille zusammen vielleicht. Ich muss das deaktivieren oder ein Scheiß. So weit gefahren. So. Daran. Jetzt hören wir ja nichts. Ja, sei gegrüßt. So. Werden wir gleich vorne aufladen. Klappt. Okay. Wenn es klappt hat. Eine Bahn wir noch nacharbeiten. Vorwärts, ne? Man schafft doch was. Dieser hier an der Bahn. Nicht vergessen, aber da habe ich den Kett eingestellt. Die Kettenbahn beginnen lassen.
das macht nichts. Hol mir nach. Jetzt 18:36 im Spiel. Die ist schon wieder 9:30. Fünfte Folge heute. Freitag. Ah, die zwei schauen wir auch noch. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut. Ich glaube, der wieder abgehackt ist. Weil wie am besten einstellen OBS ist für mich ein 7. Rätsel. Bei Genticam, da war das ein bisschen einfacher. Da war es eingestellt, die Auflösung. Dann lief das. Aber er hat ja enorme Mengen gespeichert. Fast 20 Gigabyte. Dann das Berechnen und Umrechnen extrem lange gedauert. OBS hat ein bisschen mehr Komfort. Zwecks Ton und also Zeug. Auch das mit Bild um Bild verschiebt. Geht auch besser. Meine Wenigkeit. Wenn die Wachstumszeiten jetzt nicht wirklich so verlängert wie angekündigt, danach sieht es aus. Gut, ich werde danach schlafen. Von daher sehe ich da keine Probleme. Hier wollte ich flügen, also das ist dauert jedenfalls. Ja, oder mit CPU teilweise bis 70% hochgeht. 90%, 70%. Grafikkarte um die 80%. Rätsel. Hatte vorher nicht gehabt. Der neue Grafikkarte ist aber bin anders. Keine Ahnung warum. So. Ja, die Autos sind irgendwie ist blöd eingestellt. Obwohl wiederum der Helfer ja die Straße kreuzt, ne? Das darfst du nicht vergessen. Der Helfer ist ja rabiat, ne? Der geht ja auch drauf zu, ne? KI ist nur so schlau, wie man ihn programmiert. Gibt eine gute Grasernte. Sehr gerne.
fertig. Ja, ist auch gut vorangekommen. Ah, hier. Ah. Gleich fertig. Dann lasse ich noch die anderen machen. Ballenpresse ist schon stark beschädigt. Z, aus mit dir. Dann gleich nochmal die eine Bahn nacharbeiten. Ah, hier. Gleich auf Feld 27 gehen. Und da das gleiche machen, aber hier halt mal umgekehrt, ne? Erst außen, dann hinten. Dann wollen wir gleich außen die Lage bald einsammeln. Gut geworden. Sonst hätten wir erst mähen müssen, dann schwatten und dann pressen. So machen wir einen Arbeitsgang und sind fertig. Sparen wir viel Zeit. Vielleicht mal Shelly im Video stellen, dann haben sie ihr System Gras mähen optimieren. So, der ist auch erledigt. Fast. Wir sind in Robert. Können wir nicht losdüsen hier. Ja, da liegen, scheiß drauf. Lassen. Gehen wir rüber auf die andere Wiese. Und dann werden wir hier pflügen und den Feld ein bisschen breiter machen. Ja. Okay. Muss ja auch nicht sein. So. Fangen wir hier vorne an. Das heißt, den löschen. Ist er wirklich Feld 27? Ja. Groß generieren. Und herum. Na, guck mal, das Blödsinn. Na doch, der hat einen recht großen Kurs, ne? Runter, bisschen kleiner und das Feld etwas ungünstig geformt.
blöder. Das ist noch blöder. Weil in der Mitte, das macht überhaupt nicht gerne. Und mal engste Kante. Kurze Seiten. Das Feld ist ziemlich ungünstig, sagen wir so. Beziehungsweise Wiese. Kommt da nicht mehr klar. Ja, das ist schon kurze Seiten geht auch nicht. Keins. Enges Feld, das kommt eher hin. Kreisförmig. Wird auch nicht gehen. Macht auch wieder Schwierigkeiten. Schwierige Frage. Wie sie verkaufen? Längste Kante. Moment auf. Automatisch. So, lass gut sein. So, liebe Freunde, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Auch gerne über ein Abo. Und natürlich auf ein Wiedersehen. Dann seid mal schau. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.